Du hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Philosophie. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Tagesbotschaften von Erzengel Gabriel vom 8. Juli 2019 bis 21. Juli 2019. Gechannelt durch Che Liang, übersetzt von Yvonne Moore. 8. Juli 2019. Wenn ihr euch mit dem Unbekannten vertraut macht, werdet ihr offen für neue Möglichkeiten und Erfahrungen. Wir verstehen, dass viele von euch das schwierig finden. Aber wisst ihr, dass viele von euch diese Fähigkeit bereits haben? Wenn ihr jemals meditiert oder in Ruhe nach Inspiration gesucht habt, dann seid ihr mit Offenheit und Neugierde in einen Raum von Potenzial eingetreten, ohne zu wissen, was dabei herauskommen würde. Wart aber sicher in dem Wissen, dass, was auch immer sich euch zeigen würde, positiv und zu eurem höchsten Wohlsein würde. Bewusstes Mitschöpfen in der Weite des Unbekannten ist genau das Gleiche. Alles, was ihr tun müsst, ist euch von einem Raum der Verbindung und des Wunsches nach Ausdehnung und einem tieferen Wissen über euch selbst aus zu zeigen. Und ihr könnt sicher sein, dass das, was sich euch zeigen wird, euch nur dienen wird. Ihr Lieben, ihr seid bereits lange, bevor ihr eine tiefgreifende Veränderung auf eurer Reise erlebt, mit jeder Fähigkeit wohlgerüstet, die ihr benötigt. Manchmal merkt ihr nur einfach nicht, dass ihr diese Fähigkeiten bereits habt. Vertraut, seid offen, erkundet, begrüßt es, wie gut es sich anfühlt, von diesem Ort der Freiheit aus zu erschaffen. Ihr seid bereit, in diese nächste Phase eurer Souveränität einzutreten und eure Schöpfungen und Ermächtigungen gemeinsam Hand in Hand wachsen zu lassen. 9. Juli 2019. Wenn ihr versteht, inwiefern Mitschöpfung wie Meditation ist, in dem Sinne, dass ihr dabei offen seid für alles, was sich euch aus dem riesigen Feld der Potenziale zeigt, könnt ihr zu erkennen beginnen, dass bewusstes Leben aus einem inneren Mitschöpfungsraum heraus zur Wachmeditation wird. Und das, ihr Lieben, bedeutet, euer Leben von einem Ort der Verbindung und Meisterschaft aus zu steuern und euch selbst auf eine beständigere Weise als je zuvor als Teil des göttlichen Ganzen anzunehmen. 10. Juli 2019. Ihr Lieben, ihr könnt Zeiten der Intensität mit Bangen oder mit Begeisterung begegnen. Es liegt ganz bei euch. Aber wir müssen darauf hinweisen, dass jeder Widerstand, die Veränderungen, die ihr vornehmen werdet, welche auch immer es sein mögen, sich noch herausfordernder anfühlen lassen wird. Vertraut auf eure Fähigkeiten. Ihr werdet alle zum Meistern der Energie und ihr bewegt die Energien, nehmt sie auf und passt sie an, wie nie zuvor. Mit jeder energetischen Veränderung gewinnt ihr mehr Fähigkeiten. Diese große Veränderung auf eurem Planeten ist das, was zu erleben ihr nicht erwarten konntet. Versetzt euch in das Wunder dessen. Denkt darüber nach, wie sehr ihr euch in den letzten 5 Jahren, 2 Jahren, 1 Jahr und 6 Monaten eurer linearen Zeit verändert und weiterentwickelt habt. Was ihr in solch kurzer Zeit erreicht habt, ist wirklich bemerkenswert. Und noch einmal erinnern wir euch, dass für jede Veränderung oder jede Verschiebung, die ihr verkörpert, der ihr Form verleiht, neue, großartigere Potenziale möglich werden. Daher erlaubt euch, den magischen Fluss der Transformation zu umarmen. Liebt euch selbst und andere, während ihr euch verändert und entwickelt. Daher erlaubt euch, den magischen Fluss der Transformation zu umarmen. Liebt euch selbst und andere,
während ihr euch verändert und entwickelt. Erforscht, ebenso wie ein neues Level, das sich euch in einem eurer Videospiele eröffnet, was durch die Zunahme eurer Bemühungen möglich ist. Es gibt viel zu feiern, während ihr euch selbst als Pioniere des Lichts liebevoll auf einem Planeten vorwärts führt, der euch und alles, was ihr tut, verehrt. 11. Juli 2019. Eine weit gefasste Absicht ist der Schlüssel dazu, den idealen Raum zu finden, der das unterstützt, was ihr erleben möchtet, und gleichzeitig dem Universum Raum dafür zu lassen, euch zu überraschen und zu erfreuen. Für euch als Schöpfer sind eure Absichten und eure Inspiration unerlässlich. Für euch als Mitgestalter ist es entscheidend, offen für das zu sein, was jenseits dessen liegt, was ihr sehen könnt. Die Kombination beider miteinander ist reine Magie. 12. Juli 2019. Präsenz ist ein Zustand der Offenheit für den gegenwärtigen Moment. Sie bedeutet, die Geschenke und Unterstützungen anzuerkennen, die bereits für euch vorhanden sind. Sie ist ein Portal, das eure Ausdehnung und Entfaltung und ein tieferes Selbstbewusstsein unterstützt, indem es euch mit eurer göttlichen Wahrheit verbindet und mit der vollen Akzeptanz dafür, wie die Energien euch dienen. Sie ist die Erfahrung der Kraft eures Wesens und Seins und dessen, was existiert, wenn ihr euch über die Geschichten eures Verstandes hinaus bewegt. Sie bedeutet, eine weitere ganze Welt von Wundern zu finden, die ganze Zeit schon da war und nur darauf wartete, entdeckt zu werden. 13. Juli 2019. Ihr Lieben, ermöglicht euren Überzeugungen, sich zu entwickeln, während ihr eure Erwachensreise fortsetzt. Habt keine Angst, euch von eurer eigenen göttlichen Wahrheit den Weg weisen zu lassen. Ihr bewegt euch im Moment in einem sehr schnellen Tempo und greift immer mehr auf die Gesamtheit dessen zu, wer ihr seid. Das bedeutet, dass ihr leicht erkennen könnt, was für euch ermächtigend und richtig ist. Gebt euch selbst die Erlaubnis, Experte in eigener Sache zu sein, denn euer Aufstieg ist ein selbstgeführter Prozess der Entdeckungen und einer, auf den ihr gut vorbereitet und für den ihr bereit seid. Es ist völlig in Ordnung für euch, dem, was zu euch passt, zu erlauben, sich in euch einzupassen und das, was euch nicht gefällt, einfach wegfallen zu lassen, während ihr im Fluss der energetischen Verfeinerung weitergeht. 14. Juli 2019. Liebe und Fluss sind dieselben Dinge. Die Liebe ermöglicht dem Universum, durch euch zu fließen. Es bedeutet, dass ihr euer Wissen über euch selbst und eure Erfahrungen sich erweitern lasst, indem ihr eurer eigenen höchsten Ausrichtung ermöglicht, euch den Weg zu weisen. Die Liebe ist das große Bindeglied und der große Leiter. Die Liebe zu sein bedeutet, euch selbst als den geliebten und essentiellen Teil des Ganzen auszudrücken, der ihr immer wart. Euch dem Fluss hinzugeben bedeutet, euch dafür zu entscheiden, die bedingungslose Liebe und Führung des Universums zu empfangen. Es ist ausdehnend, unterstützend, verbindend und angefüllt mit allem, was ihr jemals brauchen oder euch wünschen könntet, um wirklich zu gedeihen. Die Entscheidung, sich aus dem Fluss herauszuhalten, bedeutet faktisch, sich von der bedingungslosen Liebe, Annahme und dem sicheren Wohlbefinden und Trost, nachdem man sich sehnt, getrennt zu halten. Und zu guter Letzt ist euch selbst zu lieben ein zutiefst kraftvoller Akt der Einbeziehung und Vereinigung, der euch zurück in den Fluss bringt, der schon immer da war und wartet, bis ihr eure Wahrheit wieder für euch beansprucht und auf die stimmigsten und vollmächtigsten Weisen weiter voranschreitet.
15. Juli 2019. Mitgefühl bedeutet, durch die Linse der Liebe und des Verständnisses zu sehen. Sie ist es, was es euch ermöglicht, euch mit einer sanften, beruhigenden Energie denjenigen zuzuwenden, die eine schwierige Zeit haben, die nicht triggert oder beurteilt. In Zeiten der Intensität ist es das Mitgefühl, das den Raum aufrecht erhält, bis ein verstärkter Gleichgewichtssinn gefunden werden kann. Es ist eine wunderbare Herangehensweise, nicht nur anderen, sondern auch euch selbst gegenüber, wenn ihr euch während dieser Zeit der Transformation durch beispiellose, nie zuvor dagewesene Energien bewegt. 16. Juli 2019. Ihr seid in einem Prozess einer wunderbaren Entfaltung. Ihr verändert euch tiefgreifend und entdeckt dann, was durch euren neuen energetischen Status möglich ist. Ihr erlöst, empfangt und integriert und bewegt euch auf wundersame Weise spiralförmig nach oben in höhere Schwingungszustände hinein. Indem ihr euch instinktiv mit all dem mitbewegt, erlebt ihr euch selbst als Teil des göttlichen Flusses. Was für eine herrliche Erfahrung für euch und wie herrlich für uns anzusehen. Genießt und erforscht all das, ihr Lieben, denn es ist ein heiliger, tiefer und wunderschöner Ausdruck des größten Wunsches und der höchsten Bestimmung eurer Seele. 17. Juli 2019. Ihr Lieben, es ist viel einfacher für euch, in ein tieferes Vertrauen in euch selbst und in die Entfaltung eures Tages zu gelangen, wenn ihr eurem inneren Weisen erlaubt, euch den Weg zu weisen. 18. Juli 2019. Viele von euch fürchten sich vor der Hingabe und dem Fließen. Ihr seht es als ein Herumschlingern ohne Richtung an. Oder ihr seid besorgt, dass ihr es missversteht. Lasst uns diese Ängste beruhigen. Der Akt der Hingabe ist es, was eurem gesamten Team, einschließlich eurem höchsten Selbst, die Erlaubnis erteilt, euch über das hinauszuführen und zu unterstützen, bei dem ihr selbst euch möglicherweise als festgefahren wahrnehmt und euch in die Potenziale und Möglichkeiten hineinzuführen, die ihr von eurer Seite des Schleiers aus einfach nicht sehen könnt. Es ist unmöglich, dass ihr euch in einen Fluss begebt, der in die falsche Richtung geht. Und selbst wenn ihr es tätet, würde euch euer Team sofort einfangen und euch mit Leichtigkeit umleiten. Denn wenn ihr euch hingebt, seid ihr nicht im Widerstand und seid bereit, euch bewegen zu lassen. Ihr habt bei eurer Entfaltung immer mitzureden. Ihr bringt eure Vorlieben mit eurer weit gefassten Absicht und eurer Dankbarkeit zum Ausdruck. Eure Absicht ist ähnlich wie, wenn ihr die Segel in eine bestimmte Richtung setzt. Eure Dankbarkeit ist das Feedback dazu, was ihr genießt und wo ihr bewusst euren Fokus dafür benutzt, euren Segen für die Fortsetzung zu geben. Seht ihr? Es ist eine wunderbare und effektive Lebensmethode, die euch nur zu euren höchsten Ergebnissen führen kann, mit euch als Creative Director und uns als bereitwilligen Dienern. 19. Juli 2019. Das Verkörpern eures höchsten Selbst verwandelt euren gesamten Lebensausdruck in den eines göttlichen Fließens. Göttliches Fließen verwandelt euren Lebensausdruck in die Verkörperung eures höchsten Selbst. 20. Juli 2019. Ihr gebt einer Sache damit, dass euer positiver und froher Fokus, auch bekannt als Dankbarkeit, auf sie gerichtet ist, eurem bewussten Segen für die Fortsetzung. Euer Fokus ist eins der mächtigsten Werkzeuge, die ihr habt, denn er ist euer Feedback an das Universum und das Lenkrad eures Flusses. 21. Juli 2019.
Jedes Mal, wenn ein Mensch seinen Weg durch den Schleier des Vergessens hindurch zurück zu seiner eigenen Wahrheit und göttlichen Natur findet, dehnt sich das Universum ein klein wenig mehr aus und ihr verankert, was energetisch möglich ist. So viele von euch machen sich Sorgen, ob sie genug tun. Bitte wisst, dass dies der Kern eurer heiligen Mission ist. Euer Wachstum ist euer Dienst und Einsatz und eure Bestimmung, denn es unterstützt energetisch den Wandel und öffnet immer höhere Potenziale und neue Seinsformen. Ihr haltet den Raum für andere dafür, dass sie sich euch anschließen, indem ihr wunderbare Lehrer durch euer Beispiel seid, indem ihr die ganze Zeit die Freude erlebt, wieder zu entdecken, wer ihr die ganze Zeit über wart. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.